Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beam Trap. Ja, da habe ich gerade irgendwie dieses Menü außerdem geöffnet, wie auch immer. Ich habe nur auf F11 gedrückt. Keine Ahnung. Jedenfalls, ach so, weil ich eingearbeitet habe, wahrscheinlich hier meine Maus hatte. Warte kurz. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, wir befinden uns hier auf Endless Highway, wie die meisten von euch schon bemerkt haben dürften. Und ich habe zwar überlegt, ob ich vielleicht auf eine andere Map gehe, habe ich auch gefragt. Aber das habe ich dann entschieden, naja, vielleicht auch nicht, weil hier weiß ich, dass es klappt und nicht, dass dann doch irgendwie durch irgendwas nicht klappt. Und somit, ja, sind wir wieder hier. Ich hoffe, es ist kein so großes Problem. Aber ich behalte auf jeden Fall das, was ihr gesagt habt, im Hinterkopf und werde versuchen, in den nächsten Folgen dort auch mal Verfolgungsjagden zu machen. Ja, dafür haben wir jetzt aber heute 3 anstatt 2 Autos und da werden wir einfach mal 2 Mitsubishis nehmen. 2006er Mitsubishi Lancer Evolutions. Und hier nehmen wir unseren VW Polo RWRC Tarmac natürlich. Ich benutze wieder meinen Controller, um alles kontrollierbarer zu machen. Ja, und die Verfolgungsjagden werden generell versuchen, PIT-Manöver zu machen. So, gut, ich dachte gerade, die ziehen uns noch ab. Aber geht. So, da sind wir am ersten dran. Müssen wir erstmal aufpassen. So, oh. Wow, das war nicht ganz so smooth. Und der fliegt weg. Tschüssi. Und da haben wir den da hinten. Muss mal ein bisschen Gas geben. Sind wir schneller als der? Ich glaube. Hey, wir sind mal fies. Hier dürfte gut sein, nicht wahr? Ja. Unfaire Straßensperre. Oh, wir fahren hier weiter. Oh, stimmt, das habe ich voll vergessen. Dann werden wir jetzt mal bremsen, so, nach rechts lenken, wieder nach links. Versuchen das Auto so schnell wie möglich zu bremsen, jetzt kommt er so langsam ran. Oh, guck dich die Vibration an den Rädern an. Boah, das sieht schon geil aus hier. Sieht echt cool aus. Richtig geil aus eigentlich. So, jetzt wieder hinter uns gucken. Jetzt wird er uns gleich mega drauf fahren. Oh, links, 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 links. Au, oh, das ist böse. Oh. Hat er uns ziemlich weggerammt. So. Und er fliegt rüber. Yay! Oh. Autsch. Der Arme. Oh, wir sind jetzt von hier, genau. So, dann müssen wir die wohl von vorne wegrammen, habe ich gehört. Beide werden wir wohl nicht kriegen. Oder vielleicht, wenn wir von der Seite kommen und den ersten sozusagen wegrammen. Mann, wir sind weit gefahren. Oh, 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 das wird böse. Das wird böse. Oh, ja. Schnell respawn. Jetzt kommen sie gleich von da. Da vorne wird er. Ja, da ist er. Oh, das wird böse. Bei 146 km/h. Jetzt aus. Mit 100-facher Verlangsamung. Also 100-mal langsamer. Oh. Au. Autsch. Machen wir mal ein bisschen schneller. Ach mal. Yep, da ist ein böser Crash. Dann werden wir mal den kurz hinterher fahren. Wieder zu den fahren. Und wir warten einfach, bis sie bei uns sind. Das ist doch auch eine Idee, ne?
kommt, da vorne kommen sie. So, und jetzt nochmal schön. Bam. Können wir jetzt auch hier reloaden? Dann nehmen wir hier einfach mal Covid, denn die sind langsamer. Aber irgendeinen anderen relativ langsamen Wagen. Der noch okay ist. Ja, nicht wirklich, ne? Vectra. Na, den können wir nehmen. Ups. Ich will gar nicht den GUI-Editor. Ich hab nicht mal die Tasten dafür gedrückt. Dann Vectra. Nein. Vectra. Machen wir den. Die normale Version reicht aus. Dann geben wir dem aber so einen Rotton. Damit wir die unterscheiden können zwischen links und rechts. Das heißt rechts und links. Sieht ein bisschen so aus wie so leichte Vermischung aus Ketchup und Mayonnaise. Oh, ist es ja auch so farbig interessant. Boah, brauchen die lange. Und der links fährt gar nicht los. So, jetzt kommen wir uns erstmal um den rechts. Und links können wir uns später kümmern, so. Dann mache ich mal wieder auf das Tastatur, dann können wir auch im Notfall Slow Motion aktivieren. So, dann rammen wir sie, trotzdem sie einmal an. Oh, da hat es schon gebuggt. Ich wollte jetzt kein vollständiges PIT machen. Ich will mir jetzt gesagt. So. Oh, ja, böse. Und da kommt jetzt eine Fahnenstange, aber der rutscht da noch vorbei. Guck dich das an. Oh, ah. Jetzt knallt er noch runter? Nee. Fast noch vor den. Die nächsten knallt so. Komm einmal an, dort sind. Oh, das war schlechter für uns als für ihn. Ah, jetzt wird er rüberspringen, oder? Oh nein, er ist oben drauf. Und jetzt wird er sowieso gleich runterkommen. So, da vorne. Jetzt fährt er links rüber. Davor können wir nochmal hitten. Oder an. Ach so. So, oh, böse. Böse. Das tat, glaube ich, sehr weh. Oh, ja. Slow Motion geht nicht mehr. Verdammt. Oh, jetzt geben sie Gas. So, wollen wir mal den rüberlenken. Ziehen wir ihn mal ein bisschen mit. Komm. So, und dann wollen wir den auf die andere Seite lenken. Dann wollen die nehmen. Oh, verdammt. Das war das nicht geplant. Oh shit, und jetzt ist der genau uns vorbei. Ich wollte eigentlich so leicht treffen. Dann hauen die mal richtig in die Seite rein, würde ich sagen. Genau. Haben jetzt halt den eigenen Wagen auch geschrottet. Oh, und jetzt auch noch ein Überschlag. Ja. Das ist toll. da ist der gerade noch so ausgewichen. Aber jetzt wird er gegen den Farmers knallen. Oh, zum Glück. Kann er da nicht durchknallen. Aber jetzt wird er wahrscheinlich ewig so weiterfahren. Also sozusagen die ganze Zeit so rechts wieder abprallt. Und da, der links ist schneller. Wo? Also müssen wir den links rechts rüberbringen. Aber der andere ist schnell. Hey, warum ist der? So, Anderson. Oh. Jetzt müssen wir den anderen ausbremsen. Oh, jetzt. Oder? Wird er ihn rammen? Wird er ihn rammen? Bei den anderen einfach auch auf die linke Bahn. Komm. Und schwupps. Oh, war das knapp. Oh Mann, das war so knapp. Oh. Will sie gerammt haben, aber meine trotzdem. Oh, gefällt mir. Schöne Folge. Sau, dickes. Na, das ist nicht Nickes. Nickes, was soll Nickes überhaupt heißen? Oh nein, du wolltest dich von hinten haben. Nein, du gehst nach links. Und du gehst jetzt. Oh shit. Oh nein, das wollte ich nicht. Oh Gott, verdammt. Das war jetzt ein, jetzt hat er uns böse natürlich hinten reingerammt. Das ist da uns böse hinten reingerammt. So, den müssen wir nach rechts bringen. Und ein bisschen ausbremsen. Oh. So, lösen. Fuck. Oh, wir klemmen. Nein. Aua.
Der links fährt nicht. Jetzt, jetzt müssen wir es aber schaffen, die gegenseitig sich ranzulassen. Oh. Okay, das war schon mal gut eigentlich. Darf er nur nicht die Kontrolle verlieren. So, jetzt müssen wir ihn aber nach rechts ein bisschen bringen. Ein bisschen gerade. Oh, das ist dann mehr als gerade. Jetzt muss man drauf fahren. So. Müssen wir jetzt natürlich bremsen. Oder warte mal. Oh. Oh, shit. Oh, fuck. Wir hätten auch einfach versuchen können, den anderen anzuschieben. Das können wir übrigens auch mal versuchen. Sagen, anschieben. So, jetzt rüber. Komm, fahr schneller. So, oh. Dann können wir die ja so ein bisschen lenken. Jetzt unsere Spielzeugautos. Angeschubst haben wir ihn auf jeden Fall. Jetzt aber nochmal nach links schubsen. Das war ein bisschen hart, aber fair. So, den. Oh, da wird uns ein bisschen Überschuss. Einmal rammen lassen. Oh. Oh, böser Crash, böser Crash. Ja, ich glaube, das mit dem Rüberdings schaffen wir nicht ganz. Egal, dann machen wir sie noch einmal. So, erledigen wir sie noch einmal. Warte, wir geben ein bisschen Vorsprung. Jetzt bremsen wir einmal auf 0 ab und dann jetzt geben wir Gas. Okay, die hatten jetzt keinen riesen Vorsprung. Der wird zu langsam. Komm, jetzt sind die fast gleich schnell. Oh, rechts rüber. Oh, links, das war zu viel. Oh, das war viel zu viel. Tschüssi. Oh. Boah, böse. Das ist natürlich kein Problem, der ist jetzt automatisch an ihm vorbeigezogen. So. Bisschen. Fahren wir mal so ein bisschen knapp so. Immer so ganz kurz bevor er uns rammt. Oh, jetzt haben wir ihn gerammt. Oh, mit Tastatur ausgleichen ist schwer. Hier rechts langfahren, da werden wir so halbautomatisch ausgeglichen. So, fahren wir nochmal drauf. Oh, da haben wir jetzt nicht kaputt gemacht. So, nochmal andotzen. Oh. Komm. Gas geben und. Hallo, mein Lieber. So, nochmal. Oh. So, da ist er nochmal vorne rein. Oh Gott, nein! Na, jetzt dreh dich. So, schaffen wir es, ihn runterzukicken? Na, ich denke nicht, oder? Na doch, können wir schaffen, ich weiß nicht. Upsala. Jetzt nicht, oh fuck. Naja, jedenfalls, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Hoffe, es gefallen hat. Ab morgen beginnt ein neues Let's Play. Dazu gibt es auch noch heute einen Dings-Trailer, einen Let's Play-Trailer. Und zwar wird es, der andere kommt irgendwie gar nicht mehr mit. Wird es nämlich Call of Duty Advanced Warfare geben. Als Singleplayer ab morgen und, Dings-Multiplayer, ich weiß noch nicht, ab morgen, also spätestens ab übermorgen. Eigentlich spiele ich ja immer erst die Kampagne, aber ich habe ja sowieso diese, durch diese Day Zero Edition Teil da, habe ich ja am ersten Tag Doppel XP und das, mal sehen, vielleicht nutze ich auch gar nicht. Wir werden sehen, auf jeden Fall morgen Call of Duty und so weiter und so fort, für die, die es interessiert. Und ja, wahrscheinlich erst abends, aber so wie es passt. Jedenfalls, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es gefällt und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCD, arriba!